Okay, meine Freunde, es geht weiter mit Final Fantasy 2. Ach, sehen wir uns das mal an. Neues Spiel. Ich lerne die alle. Ach, den nenne ich anders. Es hat einen bestimmten Grund. So, so, so. So. Oder warte, nein, 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 nein. Alles Großbuchstaben, das ist wichtig, das ist wichtig. GLS, das ist die Firma, wo ich arbeite. Und jetzt lasse ich da meine Wut raus. Nein. Ich lasse es einfach mal so. Leon hieß er ja. Oder? Ja, Leon. Spielbeginn. Eine lange Ära des Friedens. Oh, Katze, junge Mann. Oh, die Katze sieht süß aus. Geht zu Ende. Stumpf. Bam, ich kann mit Feuer werfen. Yay. Okay, Feuer lacht böse. Monsterhorden, die der Imperator Palimkas aus dem Tiefen der Unterwelt. Okay, fallen über die Länder und Städte dieser Welt hierher. Palimkas hieß er da, oder? Der Eroberungszug des Imperators hat begonnen. Din, din, din. Ist klar, dass alle sich hinter diesen das Königreich finden, fiel jüngst in einer erbitterten Schlacht. Ja, ist klar, alle hauen ab und lassen ihn alleine kämpfen. Feige Hunde. Ja, ist klar. Unter ihrem König formieren sie die Soldaten des Königreichs in der Stadt. Feige Bande. Altea zu einer Armee von Rebellen. Vier Gefährten aus Finn, deren Eltern in der Schlacht gestorben sind, ums Leben kamen, sind auf der Flucht. Okay, Angriff, Angriff, Augengriff, Angriff. Aber es hat keinen Sinn, wir werden alle automatisch sterben. Guckt euch auch unsere Lebenspunkte an, also das kann alles erklären. Gut, Maria. Du versuchst zu fliehen. Aber du wirst von hinten abgestochen. Den Kampf verloren. Yay. Was geht denn jetzt ab? Okay, okay. Lichtshow, okay, meine Augen. Ah, ah, okay. Wird er überleben? Das wird er, Hoheit. Ich spüre die starke Lebenskraft, die von ihm ausgeht. Er wird bald erwachen. Auf unserer Flucht aus Finn fanden wir ihn und seine Gefährten. Ihre Wunden waren so tief, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie reden so langsam. Sein Leben ist außer Gefahr. Dieser magische Zirkel wird seine Lebenskraft noch verstärken. Er braucht nun etwas Ruhe. Dann bin ich beruhigt. Lasst uns der Tagung beiwohnen. Die anderen werden sich sicherlich schon versammelt sein. Wenn es dem Imperium gelingt, den Zerstörer in Bafusk fertigzustellen, werden sie uns angreifen. Wir können nicht tatenlos zusehen, bis das soweit ist. Wir müssen handeln. Richtig. Das ist Bafusk. Und jetzt auf einmal steht er auf. Wo bin ich? Und wo sind die anderen? Leon? Maria? Guy? Wo seid ihr, meine Freunde? Wo seid ihr? Ach, da sind ihr beide. Und wo ist der Leon? Wo ist der Leon? Ach du Scheiße, sieht die hässlich aus. Firion, du lebst. Ich hatte schon befürchtet, dass du... Maria, Guy, ich bin so froh, euch zu sehen. Was ist mit Leon? Prinzessin von Finn, uns... Hat er irgendwelche Sprachprobleme oder? Ja, er hat angeblich Sprachprobleme, Neandertaler. Prinzessin von Finn, uns geholfen. Leon, nicht bei uns. Guck mal, er ist... Was haben die Eltern mit ihm gemacht bei der Erziehung? Nicht bei euch? Nun gut, aber macht euch keine Sorgen. Auch er wird es geschafft haben. Fusion. Lass du mich auch irgendwas machen? Spiel.
Spiel, lässt du mich auch irgendwas machen? Vielleicht wollt ihr auch irgendwie davor speichern. Nein. Ihr seid genesen. Wie Minyu bereits sagte, ihr müsst wirklich eine außerordentliche Lebenskraft besitzen. Haben wir euch unserer Rettung zu verdanken, Hoheit? Unser Dank sei euch gewiss. Mit Verlaub, Hoheit, erlaubt uns, eurer Armee beizutreten. Niemals! Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Ihr seid noch jung und unerfahren im Kampf. Ich werde nicht euer Leben riskieren. Geht zurück in eure Heimat. Unsere Heimat? Unsere Heimat wurde von der kaiserlichen Armee völlig zerstört. Selbst unsere Eltern haben wir im Kampf verloren. Bitter. Ich verstehe euren Schmerz und euren Zorn, doch es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich kann nicht leichtsinnig euer Leben aufs Spiel setzen. Lasst euch in Altair nieder, wenn eurer Heimat beraubt wurde. Unser Kennwort lautet Wildrose. Behaltet es gut, denn es wird euch das Leben hier vereinfachen. Lernen. Wildrose. Okay, das war's. Yay, gespeichert. Optionen. Laufen. Laufen. Text. Je kleiner die Zahl, desto schneller der Textlauf. So, Fensterfarbe, ja. Okay. Rüstungen. Breitschwert, Rundschild. Ja, okay. Und du, was hast du zu sagen? Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn, dies wird der erste Schritt sein, um euer Schicksal zu erfüllen. Wieso wollen die alle ein Passwort von mir wissen? Im Osten liegt die Hafenstadt Palum. Doch um dorthin zu gelangen, muss man mit einem Kanu einen großen See überqueren. Ihr befindet euch im Besprechungsraum der Rebellen. Okay, alter Mann, was hast du zu sagen? Nach wen wollt ihr? Davon möchte ich euch abraten. In der Stadt wimmelt es nur von Soldaten des Imperators und ihrem domestizierten Monster. Nördlich von hier liegt Gardea, eine kleine Stadt. Ich wäre schon erstaunt, wenn ihr es bis dorthin schafft. Außerdem solltet ihr nochmals den Raum mit magischen Zirkel aufsuchen. Einige Freunde von mir werden euch Grünschnäbel in die Geheimnisse eines Abenteurers einweisen. Ja, ich gehe auch dahin, weil ich check dieses Spiel gar nicht. Also, bisschen kennenlernen. Was? Ich soll euch was zu Waffen erzählen? Ja. Mir soll's recht sein. Also, es gibt 7 Waffentypen, klar. Schwerter, Sperre oder Lanzen. Äxte oder Beile, Stäbe oder Keulen. Messer, Pfeil und Bogen. Und natürlich kann man auch mit seinen Fäusten draufhauen. Letzteres ist mir übrigens am sympathischsten. Schwerter, Sperre, Äxte, Säbe und Messer sind einhändige Waffen. Das heißt, in der freien Hand kann man zum Schutz noch einen Schild tragen. Besonders gewitzte Kämpfer verzichten auf den Schild und halten in beiden Händen eine Waffe, die ordentlichen Schaden anrichtet. Pfeil und Bogen kann man natürlich nur mit 2 Händen benutzen. Der Vorteil ist, dass man auch aus der hinteren Reihe angreifen kann. Unbewaffnet zu sein heißt keineswegs, dass man gelangweilt in der Ecke steht, während sich die Gefährten im Kampf die Rübe einschlagen. Nun sollte man als waffenloser Kämpfer keinen Schild tragen, das halbiert die Durchschlagskraft. Okay. Ablegen. Ich lasse ihn mal so. Ob ich was vom Fliehen erklären kann? Ja, okay. Ja, doch in der Tat kann das Fliehen... Das Kommando Fliehen, das während eines Kampfes geschieht, kann durch Bestätigen des Kommandos... Oder nur, wenn ihr gewandt seid, dass ihr euch auf den Kampf... Okay. L und R muss ihr Wort erst über Status... Ja, Status. Das Oberbuch für eure Attribute und Fertigkeiten. Mit ihnen kann sammelt die Erfahrung, die eure Attribute und Fertigkeiten aufsteigen lassen. Eure Handlung bestimmt, welche Attribute oder Fertigkeiten steigen. Der Angriff kann die Stärke und die Waffenstufe erhöhen. Magische Handlungen erhöhen Wille und Intelligenz. Es gibt insgesamt 11 solcher Attribute und Fertigkeiten, die durch einen Kampf aufsteigen können. Wollt ihr noch mehr dazu hören? Ja. Die HP steigen, wenn durch einen Angriff HP eingebüßt werden. Auch das Kämpfen selbst lässt die HP aufsteigen. Die MP steigen, wenn durch eine Handlung MP-Kosten verursacht werden. Um eure Stärke zu steigern, müsst ihr kämpfen. Angreifen und zuschlagen lautet die Devise. Eure Konstitution könnt ihr verbessern, indem ihr während eines Kampfes HP einbüßt. Das Ausführen von weißer Magie lässt einen eisernen Willen heranreifen. Kämpfe üben auch das Auge und damit eure Reaktionsgeschwindigkeit. Also, je mehr ihr kämpft, desto gewandter könnt ihr euch bewegen.
Schwarze Magie lässt die Intelligenz aufsteigen. Die Zauberkraft steigt, wenn während der Kampf MP-Kosten entstehen. Eure Trefferquote könnt ihr verbessern, indem ihr eure Stärke steigert oder euch mit adäquaten Waffen ausrüstet. Das Ausweichen will euch geübt sein. Entweder angreifen lassen oder ein gutes Schild in der Hand nehmen. Die Magieabwehr steigt, wenn ihr magischen Attacken ausgesetzt seid. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefahren. Übt so viel, wie ihr könnt. Ja. Werden in Waffenstufe und Magiestufe jeder Bereich jetzt sehr... Ja. 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 Kann durch Angriffe gesteigert werden. Eine Steigerung der Waffen geht... Ja, okay. Okay. Ja. Okay, okay. Nein, das weiß ich jetzt schon. Nein, hab ich schon. Erscheinen die drei Optionen, die ihr wählen könnt. Prüfen. Ja, okay, aus dieser Kategorie. Ja. Ach so, okay. Nein, Schatzzone ist klar. Okay. Momentan haben wir dann alles erledigt. Also, ihr habt gehört, man muss alles aufleveln. Waffen, alles. Ein Pfeil traf ich in meinen letzten Schlacht in mein Gesäß. Ist klar, du Opfer, in dein Arschloch. Ich fürchte, auch ein König kann Alter nicht entfliehen. Hilde hat meinen Platz eingenommen. Frag sie. Wie kann man sich ein Pfeil in den Arsch schießen lassen? Das ist so ein riesiges Wunder. Okay. Potion. Hier gibt es bestimmt noch eine Truhe oder so. Hier kann ich schlafen. Da kann ich raus. Auch als die kaiserlichen Armee in Finn einmarschierte, floh Prinzessin Hilda hierher nach Altea. Stellvertretend für den verletzten König ist sie momentan die oberste Befehlshaberin. Okay. Prinz Gordon aus dem Königreich Kashion soll hier in Altea aufhalten. Man sagt, er sei sehr niedergeschlagen. Oh, ihr seid in der Stadt Altea, dem Hauptquartier der Rebellen. Okay. Okay, ich will mal kurz rausgehen. Mal einen Kampf ausprobieren. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, das war ein Kampf. Kann er nicht schneller laufen? Goblin sehen diesmal auch besser aus als davor. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen hier rumkämpfen. Oder viel Geld ansammeln. Schwertstufe von 4 aufgerichtet. Ey, das ist nicht euer Ernst. Status, rechtshändig. Ach du Scheiße, das steigt dir wirklich auf. Ach du Scheiße, Mann, das steigt dir wirklich auf. Ey, da muss man doch alles... Ey, da muss man doch wirklich alles leveln. Okay, ich muss... Oh, ich muss so viel trainieren, so viel kämpfen. Rundschild, Lederhut. Haben die das nicht? Lederhandschuh. 3 Stück. Rüsten wir das aber aus. Lederhut und Hände. Lederhut und... So. Du kriegst auch mal einen Lederhut. So. Sehen wir uns mal Waffen an.
Ich mache sowieso aus Ferion einen Kämpfer ohne Schild. Also, er wird ein richtiger Kämpfer sein. Ich werde auch in diesem Part noch ein bisschen was machen. Also kaufen, was geht. Jagdspeer. Soll sie meine Magierin werden? Ich weiß es gar nicht. Ein Staub aus Holz. Jeder von denen kann eigentlich Magie lernen. Oder soll sie eine Bogenschützin werden? Ich weiß nicht. Naja, sehen wir mal. Also Leute, ich gehe jetzt mal raus und werde mal ein bisschen hier kämpfen und wir sehen uns das nächste Mal. Dann bin ich auch ein bisschen aufgelevelt. Also, bis später.